Jetzt erzähle ich mal eine Situation aus einer Strafsache. Ich wurde angehört in einer Strafsache, weil ich angeblich einen Polizeibeamten im Internet übel nachgeredet hätte. Ich hatte seine Namensnennung veröffentlicht, ihn mit Namen, den Vornamen mit T-Punkt abgekürzt. Nur ein paar Zeilen drüber stand er mit vollem Namen. Das kann man natürlich nicht genau sagen, dass es der gleiche gewesen sein muss. Das ist eine Strafsache, die noch bevorsteht. Und in einer Anhörung zu dieser Strafsache hatte dann der Strafrichter zu mir gesagt, dass seine Hartnäckigkeit erliegen würde, wenn ich die ganze Webseite im Zusammenhang mit einem Herrn Koch löschen würde. Es ging also nicht mehr um den Polizisten. Ich soll also einem Polizisten übel nachgeredet haben, aber die Hartnäckigkeit des Richters erliegt nur dann, wenn ich die Webseite in Bezug auf Herrn Koch ganz löschen würde. Es ging also darum, dass ich über ein gewisses Thema schweigen müsse. Solch einen Richter würde ich natürlich sofort als... ungeeignet im Sinne Artikel 33 GG nach der Verfassungsrechtsprechung. Denn die Bedingung war ja nicht, dass ich über den Polizisten... Er hat keine professionelle Distanz. Jetzt kommt noch hinzu, wenn er sich so verhält. Ja, es kommt noch hinzu, dass dieser Herr Richter in einem anderen Termin, wo ich nicht anwesend war... Haben Sie gefragt, welche Parteizugehörigkeit er hat? Nein, das wollte ich noch machen. Das wäre wichtig. Ich weiß, wo er wohnt, vielleicht klingelt er bei ihm. Ja. Er wohnt nämlich bloß ungefähr zwei Straßen weiter. Etwa drei Straßen so ungefähr. Jetzt kam es zu einer neuen Situation. Ich sollte wohl geladen werden. Der Brief kam wohl bei mir nicht an. Jetzt saßen da, nehme ich an, im Gerichtssaal Personen und auch dieser Herr Koch, der laut Aktenlage damals von mir dieses Lösegeld verlangte. Und der Richter stellte fest, dass ich nicht anwesend war. Jetzt bat der Richter diesen Herrn Koch, den Lösegelderpresser, also meinen größten Feind, den ich überhaupt jemals im Leben hatte, dass dieser mal bei mir zu Hause guckt und vielleicht auch klingelt, ob ich da noch wohne. Das zeigt mangelnde Distanz. Der kam wirklich zu mir raus, klingelte alle Klingeln durch. Ich sah das von oben, nahm meine kleine Digitalkamera, schaltete sie ein auf Film, wollte den Herrn filmen, lief nach unten auf den Parkplatz und hielt ihm die laufende Filmkamera so vors Gesicht. Er riss sie mir aus der Hand, steckte sie in seine Hosentasche und ich konnte ihn noch knapp bei der Flucht hindern. Die Polizei wurde von Passanten gerufen, der Herr wurde so ein bisschen abgetastet, ich hörte noch, wie er sagt, dann müssen Sie mich mitnehmen und dann ließ man ihn fahren. Ohne also die Kamera gesucht zu haben, ohne geguckt zu haben, wo sie gewesen ist, nö, ich könnte eine Strafanzeige machen und wenn sich herausstellt, dass das nicht stimmt, dann hätte ich wohl ein Problem. Der Mann ist abgefahren, die Kamera ist bis heute nicht da. Die Straftat ist ja bekannt, wenn man jemandem einfach so eine Kamera aus der Hand reißt. Sie hätte sichergestellt werden müssen. Man hätte sie auch suchen müssen, wenn er gesagt hat. Sie hätte sichergestellt und beschlagnahmt werden müssen. Sie wäre natürlich noch in der Bäckerei gewesen, aber weg war sie ja nicht. Gut, der Polizist kann sagen, ich durfte es nicht, dann hätte er aber einen richterlichen Beschluss herbeiführen sollen. Nur bei Gefahr im Verzuge kann es Ausnahmesituationen geben, wo auch ohne richterlichen Beschluss Geräte beschlagnahmt werden können. Aber es muss doch so eine Person wenigstens mal richtig durchsucht werden. Wenn sie sagt, nee, ich habe die Kamera nicht gestohlen, so eine kleine Kamera, die ungefähr 10 cm lang ist, die kann man sich irgendwo in die Hose stecken. Das ist zutreffend. Da gibt es doch dann die sogenannte Leibesvisitation. Es kommt darauf an, die Dringlichkeit der Sicherstellung, die könnte man wohl bejahen. Er hätte anwenden können, ich will aber einen richterlichen Beschluss für meine Durchsuchung haben. Ja, jetzt hat sich diese Situation dadurch ereignet, dass der Strafrichter doch tatsächlich, der ja eigentlich nur wegen einer Namensveröffentlichung eines Polizisten tätig war, sich dadurch ereignet, dass, wie gesagt, der Strafrichter diesen Erpresser zu mir nach Hause geschickt hat. Das zeigt mangelnde professionelle Distanz. Das ist ein Unding. Da habe ich eine Person, die mir am Telefon den Mord schon nahezu angedroht hat, mit den Worten, der bekam einen Kopfschuss, der war ähnlich wie Sie. Er hatte dann Kopfschmerzen, er bekam einen Kopfschuss, ob es denn wohl eine Verwechslung war, vielleicht ein Schuss für Sie. Richtig, mehrfach. Das ist Mobbing und Stalking und Schikane. Soll eine psychische Belastung darstellen. Und wer dann sich solcher Personen als Hilfsperson bedient, zeigt, dass er keine neutrale Distanz zwischen zwei Kontrahenten hat. Wenn man eine Strafsache dadurch entscheidet, dass man eine Berichterstattung über einen Erpressungsskandal löschen lassen möchte, wenn man da
sozusagen androht, dass eine Hartnäckigkeit bestehen bleibt, müsste man doch eigentlich sagen, dass auch dieser Richter sich längst selbst ablehnen muss. Weil er weiß, dass er seine Entscheidung nicht aufgrund dieser Namensveröffentlichung fällt, sondern aufgrund der Tatsache, bleibt die Webseite über diesen Herrn Koch weiter bestehen oder nicht. Denn das war... Man müsste wohl fordern, dass er sich selbst darüber klar wird, welche Position und welche mangelnde Distanz er einnimmt. Und er müsste sich mit der Frage der Selbstablehnung beschäftigen. Gerade dann, wenn wir das BGH-Urteil zu dem Rechtsbeugungsurteil LG Freiburg sehen. Was war da mit dem Richter so um eins? Er hatte sich nicht offenbart. Er hatte sich nicht selbst. Er war interessenkollidierend tätig. Was waren das für Dinge? Die Details sind im Urteil niedergelegt. Das können Sie in Google einblenden. Den Volltext habe ich bis heute nicht gefunden. Nur Beschreibungen des Ganzen. Nein, das müssen Sie untersuchen unter Landgericht Freiburg, nämlich der BGH hat ja das verurteilende Urteil nur bestätigt und die Revision verworfen. Deshalb finden Sie das nicht im BGH-Text, sondern Landgericht Freiburg, den Volltext. Kann ich Ihnen aber gerne übermitteln. Ich habe da auch einen Text gefunden, aber das Urteil nicht im Volltext. Ich meine, ich... Nur so eine lange Presseveröffentlichung. Die ähnlich. Pressemitteilung, ja. Ja, umfangreich, aber nicht das Urteil selbst, wo es heißt Urteil. Ja, müsste ich nachgehen. Ich habe es auf dem Stick, glaube ich, oder Rechner. Nach meiner Erfahrung kann man Korruption nur durch Repressalien bekämpfen. Man kann nur in der Öffentlichkeit dort, wo die betreffenden Richter oder Staatsanwälte privat wohnhaft sind, eine Medienberichterstattung machen, dass sie dort wirklich mal sehen, was weiß die Nachbarschaft alles über mich. Jetzt strenge ich mich mal richtig an. Ich denke nicht, dass man in gewissen Fällen mit Gesetz und Ordnung oder der genauen Einhaltung irgendwelcher rechtlichen Dinge jemals zu seinem Recht kommt, wenn man große Dinge aufgedeckt hat. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit mit konfrontiert wird. Das wird auch bei den Fällen praktiziert von Oliver Carrière. Das wird auch in den Fällen praktiziert, in denen Herr Oliver Carrère tätig ist. Er hat das Thema Jugendamt und Kindesentziehung zum Thema und setzt auch darauf, dass allein die Veröffentlichung weltweit Missbrauch verhindern kann. Wenn Sie in dem Korruptionsbereich sind, befinden Sie sich zugleich beim Thema Bandenkrieg. Was für ein Bandenkrieg ist damit gemeint? Wenn Sie, organisierte Kriminalität. Richtig. Gegen die Sie vorgehen, da müssen Sie auch mit Gegenreaktionen rechnen. Also Thema Bandenkrieg. Würden Sie denken, dass man mit irgendeinem denkbaren Gesetzeserlass Korruption abschaffen kann? Sie können mit keinen schriftlichen Äußerungen Unrecht verhindern. Papier ist geduldig.